Und dann funktioniert es doch. Wärme und Helligkeit, zumindest für den Marktplatz von Rükan. Alle sind begeistert, Berit sowieso und die anderen auch. Ein unglaubliches Gefühl, die Sonne ist in Rükan angekommen. Ich fühle die Wärme. Die Stadt ist jetzt viel besser. Hier zu wohnen, das ganze Jahr Sonne zu haben, die Leute sind zufriedener und glücklicher. Es hat sicher geholfen. Das erste Mal Sonne im Tal seit vielen Tagen. Doch der Spaß dauert nicht wirklich lange im Januar. Schon kurz nach 14 Uhr ist das Licht wieder weg. Und dann wird es schnell kalt und dunkel in Rükan. Das Leben findet wieder zu Hause statt, so wie es immer war in Rükan. Und doch ist die Idee mit dem Spiegel für die meisten hier mehr als einfach nur ein Gag. Auch für die große Familie von Emil Cimacek und Britt Eva Egerüt. Wenn die Sonne, so wie bei uns, ein halbes Jahr weg ist, ist es natürlich ein großes Glück, die Sonne auf den Platz zu bekommen und uns ein wenig zu sonnen und es schön zu haben. Denn Licht und Sonne sind doch einfach Leben. So ist das in Rükan, der kleinen Stadt in Norwegen, wo das Sonnenlicht einen ganz besonderen Wert hat. Jenny, ich hab dir gesagt, du sollst spielen, also los, spielen! Kann ich nicht. Wo ist das Geld? Das bedeutet Bankrott! Lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte. James Stewart in Ist das Leben nicht schön? Am ersten Weihnachtstag um 20.10 Uhr. Auf Norwegens Schiffen ist, wie